dass sie dem gleich den nächstbesten hergelaufenen Menschen ins Haus zu nehmen, ohne mich zu fragen. Es ist ein Heruntergekommener. Ein Glück, dass du den Mann in seinen früheren Verhältnissen gekannt hast. Na? Ich glaube, zwischen ihm und dem gnädigen Herrn hat es auch ein ganz eigenes Bewandtnis. Ah. Ja, dieser neue Hausknecht hat so etwas fallen lassen. Ah. Ja, als ob er Geheimnisse wüsste. Ah, von meinem Mann. Mir ist es so vorgekommen. Siehst du? Oh, meine Ahnung. Ich lasse es mir nicht nehmen. Mein Mann hat ein Verbrechen begangen. Das wäre schauderhaft, aber großartig. Na, denken Sie sich, wenn einmal die ganze Geschichte der Geschichte angehört und Sie gehen noch 10 Jahre ins Theater und sehen dann das auf die Tat Ihres gnädigen Herrn Mannes verfasste Stück. Das wäre allerdings ein ungeheurer Triumph. Na? Aber... Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Diese nachträgliche Glorifizierung entschädigt den erhabenen Verbrecher selbst nur dürftig für die Unannehmlichkeiten, die ihm die Justiz bereitet. Also zarter kann man eine gewisse tragische Verwicklung nicht bezeichnen, nein? Ja, aber ich bin in einer fieberhaften Spannung. Aber! Still, ich höre Gott!